kannten Sie Fuller? Er war ein Schwein. Und deswegen hat er es verdient, umgebracht zu werden? Warum sollte Angelina ein Dutzend Mal auf ihn einstechen? Warum sollte es jemand anderes tun? Sieht mir nach Leidenschaft aus. Angelina kannte ihn kaum. Vielleicht war sie wie von Sinnen. Eine Literaturstudentin aus England im Blutrausch. Hat es alles Sollten Sie sich nicht sicher sein, dass jemand ein verdammt gutes Motiv hat, bevor Sie ihn wegen Mordes anklagen? Nicht bei so einer Bluttat. Wer das einem anderen Menschen antut, hat dabei nicht viel nachgedacht. Vielleicht hatte sie überhaupt kein Motiv und es hat einfach Klick gemacht. Wie geht es, Angelina? Naja, sie ist geschockt, verängstigt. Nachvollziehbar. Sie ist Studentin aus England, kommt hierher und wird für einen Mord an jemandem verurteilt, den sie kaum kannte. Die Sachlage ist recht eindeutig. Und trotzdem falsch. Es war jemand anderes. Wir werden allen entsprechenden Hinweisen nachgehen. Bis dahin hat Ihre Freundin ein Problem. Haben Sie den Typen vom Phantombild schon gefunden? Nein, noch nicht. Aber das Phantombild hängt aus. Es wird nicht allzu lange dauern, sofern er noch in der Stadt ist. Wenn er der Killer ist, wird er spätestens jetzt die Flucht ergreifen. Er ist ein Zeuge, bestenfalls. Ist Fullers Leiche schon obduziert worden? Nein, noch nicht. Wir erwarten die Ermittler aus Portland gegen Mittag. Und bis dahin? Warten wir. Toll! Wo ist Fullers Leiche jetzt? Im Krankenhaus. Sie haben da eine Pathologie. Ich bin nicht durstig. Du sollst doch was reinfüllen. Zum Beispiel ein Abführmittel. Geht nicht. Okay. Gehen wir nochmal ins Spital. Entschuldigen Sie. Was mich oh, Entschuldigung. Ich will den Wachmann sprechen, wenn ich da... Ich muss die Schwester irgendwie ablenken. Ich will sie gerade nicht von ihrer Arbeit abhalten. Hier liegt ein Lieferschein für... Ich kann nichts mitnehmen. Warte. Nein, geh wieder zurück. Vielleicht haben wir bei der Mutter im Raum irgendwas übersehen. Oder können wir noch anklicken? Da haben wir auf jeden Fall die Waage. Also gut, ich nehme das schwere Ding mit. Und er schiebt sich zwischen die Arschbacken. Die komplette Körperwaage. Eine Personenwaage in einem Metallgehäuse. Macht einen alten, dafür aber auch sehr robusten Eindruck. Ich gehe mal daher. Sonst bleibt mir noch das Hotel übrig. Was haben wir noch hier? New Hampshire und natürlich die... Leeres Paket. Ein leeres Paket. Anscheinend hat ein Kunde die Lieferung gleich hier ausgepackt und das Paket stehen lassen. Leute gibt's. Und da können wir flüssig Seife. Und was machen? Flüssig Seifenpaket. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie diesen Mann? Hat er was mit dem Mord an Fuller zu tun? Natürlich, das sieht man doch gleich. Eine richtige Verbrechervisage. Kennen Sie ihn oder nicht? Nie gesehen. Dann nicht. Haben Sie schon gehört, was mit Fuller passiert ist? Ist das nicht großartig? Juhu? Endlich ist hier mal was los. Ein blutiger Mord in der Nacht, eine verdächtige Ausländerin. Na, wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt. Vielleicht wurde die verdächtige Ausländerin unschuldig verhaftet. Oh ja,
Und der Killer ist noch auf freiem Fuß und mordet weiter. Oh ja, zum Beispiel eine Souvenirshop-Angestellte. Das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze. Was können Sie mir über das Hotel, ein Stück die Küste runter sagen? Das Wild Coast? Gehört einer alteingesessenen Familie hier. Steht schon fast 100 Jahre dort. Ein gut geführtes Haus. Läuft nicht schlecht, wie man hört. Etwas langweilig. Keine Skandale? Der Chef kommt wohl mit seinem Sohn nicht gut klar. Der treibt sich in Portland rum, ist eine Art Musiker. Aber genaues weiß ich nicht. Und sonst? Ab und zu findet da angeblich auch illegales Glücksspiel statt. Die Polizei drückt aber ein Auge zu. Warum tut sie das? Was weiß nicht. Wahrscheinlich pokert der Inspektor selbst mit. Danke. Ja, ja. Dann zum Hotel. Nochmal durch, wo wir einsteigen können jetzt. Der Raum dahinter. Ja. Ich steige doch nicht bei anderen. Nein, geht nicht. Ich gehe zum Eingang. Schau doch mal in den Tisch an. Hier liegen einige Magazine. Ja, haben wir schon gehört. Hier hängen überall Bilder. Haben wir auch schon gehört. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Das Wetter dürfte Ihren Gästen gar nicht schmecken. Naja, viel ist sowieso gerade nicht los. Der Wetterumschwung war ja angekündigt. Und ehrlich gesagt bin ich momentan auch ganz froh darüber, dass nicht viele Gäste im Haus sind. Sie wissen schon, wegen der Angelegenheit. Wissen Sie, dass Miss Morgan verhaftet wurde? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sie wissen es also? Schauen Sie, Darren. Dies ist ein Familienhotel. Ich verstehe. Kann ich mich mal in Miss Morgans Zimmer umsehen? Auf gar keinen Fall! Auch nicht, wenn mir sonst gegenüber der Presse etwas herausrutschen könnte? Ich lasse mich nicht erpressen. Und außerdem, die Zeitung gehört meinem Schwager. Oh, schön für Sie. Also müssen einbrechen. Ich habe die Karte und die Blumen gesehen, die Sie meiner Mutter geschickt haben. Oh, das war doch selbstverständlich. Wie ich höre, geht es ihr noch nicht besser. In diesem Ort scheint nicht viel privat zu bleiben. Naja, meine Frau ist mit der Frau des Doktors befreundet. Man macht sich ja schließlich Sorgen. Lassen Sie es mich wissen, wenn es meiner Mutter besser geht. Wie bitte? War dieser Typ von gestern noch mal hier? Sie meinen den, der nach Miss Morgan gefragt hat? Ja, ich habe ihn einmal durchs Fenster gesehen. Er ging in Richtung Stadt. Woher kam er? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo vom Strand, würde ich sagen. Halten Sie bitte die Augen auf. Ich glaube, dass er in die Sache verstrickt ist. In den Mord? Natürlich. Er hat Miss Morgan verfolgt und ihr dann den Mord in die Schuhe geschoben. Was ist hier nur los? Was für Gestalten laufen heutzutage durch unser schönes Biddeford? Was glauben Sie, wer Fuller ermordet hat? Naja, die Polizei hat ja schon eine Verdächtige. Das ist doch Blödsinn. Sie war es nicht. Das hoffe ich auch. Und wenn doch, wird hoffentlich verschwiegen, wo sie gewohnt hat. Ach, das ist alles, worüber Sie sich Sorgen machen? Na, hören Sie mal. Das Wohlergehen meiner Familie hängt von diesem Hotel ab. Wissen Sie, was die Schule meiner Tochter in der Schweiz kostet? Da sitzt eine Unschuldige im Gefängnis. Das interessiert mich deutlich mehr als die Schulgebühren Ihrer Tochter. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Aber wenn Miss Morgan unschuldig ist, wovon wir alle ausgehen möchten, dann wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Ich werde sie ans Licht zerren, koste es, was es wolle. Hat die Polizei Miss Morgans Zimmer versiegelt? Sie waren gleich heute Morgen da, haben mich aus dem Bett geklingelt. Ich befürchtete schon, sie würden das ganze Zimmer auseinandernehmen, Fotos machen und Fingerabdrücke nehmen. Sie wissen schon, wie im Film. Aber das taten sie nicht. Der Inspektor sah sich im Zimmer um. Er hat sich einige Notizen gemacht und gesagt, dass nichts im Zimmer angefasst werden dürfe.
Aber nach 10 Minuten war er wieder fort, ohne etwas mitgenommen zu haben. Kommen die noch mal wieder? Das weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte der Inspektor etwas Bestimmtes gesucht. Er wollte sich wohl nur einmal umsehen. Also könnten sich im Zimmer durchaus noch Hinweise verstecken. Ich muss mich da umsehen. Und ich werde gründlicher sein als der Inspektor. Ich speichere mal ab. Immer speichern. Hallo? Ja. Der Portier. Sieht sehr gemütlich aus. Das erinnert mich an meinen Lieblingsfilm. Ja, sieht, das erinnert mich an mein... Der Mast ist einem Flaggenmast nachempfunden, wie man sie auf großen Schiffen findet. Ja, Nick, ist ein cooles Spiel. Ich hab's nie irgendwie gespielt. Ich habe den ersten Teil ein paar Mal gespielt, aber den zweiten Teil, den dritten Teil und den ganz neuen noch gar nicht. An der Tür hängt ein Schild. Ja, privat. So, aber wohin jetzt? Ich gehe mal in die Wohnung zurück. Ein schönes Stück. Ziemlich klassisch und für Mams Geschmack sieht es auch ziemlich teuer aus. Man kann das Fernrohr auf dem Stativ drehen. Ein schönes Stück. Ich glaube, da kommt nichts mehr Neues. Mehr ist hier, glaube ich, nicht zu finden. Und eigentlich suche ich ja auch gar nichts mehr. Vielleicht noch. Der Karton ist weg. Nicht also. Ich habe das Paket wieder verschlossen. Man kann nicht erkennen, dass es schon mal geöffnet wurde. Ablenken. Ich will Sie gerade nicht von Ihrer Arbeit abhalten. Ja komm, ich weiß, dass es so funktioniert. Mehr brauche ich nicht. Okay, was übersehen. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Was macht die Fahndung? Nichts, gar nicht. Ja, aber er ist in keinem... Sie das vielleicht nicht? Ist da ein Schaden, als er sie dann... Klar. Also haben wir schon gehört. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neuengland gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Eine einfache Lichterkette. Ein Stromkabel mit vielen Fassungen für Glühbirnen. Eine fehlt. Ja, der Flug gestohlen.
Also ich hätte jetzt gleich die Brotkrümeln, dass die Tauben aufs Auto scheißen oder die Möwen. Dr. Newhouse? Ja? Der Portier im Wild Coast Hotel ist auffällig gut über den Zustand meiner Mutter informiert. Wie bitte? Ihre Frau quatscht wohl gerne mit seiner. Oh, das tut mir leid, Darren. Ich habe meiner Frau schon mehrfach gesagt, dass sie mit ihren Freundinnen nicht über Patienten reden soll. Genau genommen dürfte Ihre Frau gar nichts über diese Patienten wissen, oder? Ja, wenn das nur immer so einfach wäre. Kommt nicht wieder vor. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Wegen den Chess hat er sich jetzt auch. Ich will sie gerade nicht bei der Arbeit stören. Also es hat sicher was mit den Möwen zu tun, die irgendwas vollkacken. Das Schild hätten die Bullen wenigstens wieder mit reinnehmen können. Das war vorher noch nicht, oder? Jetzt muss Fullers Mutter ihren Köter wohl allein spazieren führen. Ja, wir können noch einmal rein. Vielleicht habe ich drinnen irgendwas übersehen. Alles nochmal anklicken. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Das Fenster ist geöffnet, vermutlich um. Gut. Das heißt, ich kann nur noch mit Cola und mit Apfelmittel irgendwas machen. Ich kann nichts Auffälliges. Da kommen wir sicher nicht dran. Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Ich kann nichts auffälliges. Ja, das haben wir eh schon gesehen. Eine speckige Weltkarte. Eine speckige. Die USA. Was haben wir hier? Die USA? Das Rätsel ist schon gelöst. Dann schaue ich, vielleicht kann ich hier das Cola andrehen oder so. Schauen wir vielleicht da hinten. Das ist das Krankenhaus. Aber nichts. Oh, Kamera. Wenn der Tempel der Freiheit feststeht, wird das Volk ihn zu schmücken wissen. Mit Kameras schmücken wir unser Land der Freiheit. Vor wem fürchten sich die Leute? Vor sich selbst? Ich hätte schon gedacht, ich kann irgendwas mit der Kamera machen und schon ist es dahin.
Der Typ würde sie bestimmt annehmen. Aber warum sollte ich ihm den Gefallen tun? Dann hängt er hier weiter rum und trinkt seine Soda. Ja, das sollst du doch auch machen. Eine gute Idee. Genau. Aber wie bekomme ich das Abführmittel in die Flasche, ohne den Deckel zu beschädigen? Tja, da ist sicher ein Öffner drauf. Warte mal, vielleicht kann ich da irgendwas verstellen. An der Seite des Geräts hängen einige Kabel herunter. Die meisten führen zu den Sensoren an meiner Mutter. Das wäre doch eine Schande, wenn da ein Kabel rausfliegt. Ich hab's gewusst, ich hätte da die Maschine Chance. Überwacht nur die Vitalfunktion meiner Mom. Es macht also nichts aus, wenn ich hier ein Kabel lockere. Vielleicht kann ich den Lieferschein gebrauchen. Ich nehme ihn mit. Ja, genau. Es kommt dann fix da drauf. Ein ausgefüllter Lieferschein für Flüssigseife. Mhm. Warum nicht? Doch. Jetzt sitzt es auf einmal da drüben. Kann ich vielleicht doch daher jetzt mit ihm reden? Ja? Na, endlich. Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Hm, in Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie... Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht Ihnen Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Ja? Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Oh, nochmal alles durch. Das Paket. Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt Nein. meinem... Dein Besuch. Ach, komm, und das macht Ihnen Spaß. Da würde ich mal drüber nachdenken. Sein Dreck. Jetzt können wir einen Arzt eventuell nach einem Besucherschein fragen, beziehungsweise erpressen. Aber ich mache trotzdem so, dass es schneller geht. Entschuldigung, Dr. Newhaus? Ja, bitte? Was ist das denn für ein Ausweis, den Sie da tragen? Der ist vom Krankenhaus. Weiß man dort nicht, dass Sie Arzt sind? So viele Mitarbeiter sollte es doch nicht geben. Das habe ich der Verwaltung auch gesagt. Aber Dick, unser Wachmann, besteht darauf. Er ist sehr gewissenhaft und kann sich anscheinend schlecht Gesichter merken.